Eck hineingekommen, ist das vielleicht schon das erste Problem? Mein Kubica gilt ja als Wilder, ne? Als ehemaliger Formel-1-Fahrer, Peter Thuhl. Naja, Problem würde ich das nicht nennen. Er ist sehr engagiert. Gestern hat er Pech gehabt im Weinberg, hat was getroffen und da war das Rad ein bisschen lose. Aber Respekt, wie er fährt. Die Reifeprüfung kommt nachher auf den 40 Kilometer. Und da hoffe ich, dass er mit der nötigen Demut rüberfährt. Gut, letztes Jahr hat er die Prüfung schon mal gefahren. Da war sie nicht ganz so lang in einer anderen Ausführung. Und vielleicht wird es diesmal klappen. Heute Morgen hat er eine Granatenzeit hingestampft. Unter schwierigsten Bedingungen rund um Fell, Waldrach, Stein und Wein ist er Bestzeit gefahren. Und ja, wir werden auch mal schauen, wie er das schaukelt. Wir sind hier auf dem Weg zurück und dann sind es noch 4 Kurven, bis er entsprechend die erste Zeit von WP9 für uns markieren wird. Wir hatten es angesprochen, es gab kurz vorher noch das Tire-Fitting. Da gab es noch mal die Möglichkeit, entsprechend die Reifen neu zu bestücken. 4 an der Zahl, kurze Schikane noch mit den Strohballen eingesetzt. Und dann, da ist er, Robert Kubica für euch, liebe Fans. Startnummer 20, die Hyundai ist gut zu erkennen an der neonorangen Lackierung auf der Seite. Motor hält auf, Gang ist eingelegt, Bremse und wenn ihr die Zeit gleich auf Null ist, maximal Drehzahl und dann geht ihr nach vorne. Zeiger springt um und damit verfolgen die Kameras und mein Kollege Patrick Simon den weiteren Verlauf. Bouffier ist auf die Reise gegangen. Sieben. Und jetzt zunächst mal sich den Kopf geschlagen gegen Muster. Bouffier, der ist schon wieder auf dem Weg zurück. Insgesamt sind das gerade mal 20 Kurven für diese 3,03 Kilometer lange Strecke. Und bevor seine Zeit hier aufflimmern wird, nochmal zu dir, Olli Sittler im Startbereich. Ja, Mats Rosberg, der erste Citroën, auch er gibt Vollgas, auch er. Ab geht's für ihn, wir warten natürlich. Also, und Telefon über E-Mail-Adresse, dann können wir heute Nachmittag Rennoverall hier gewinnen. Wir schauen auf die Zeit von. Ja, dann würde ich sagen, zieh die Turnschuhe an, lieber Olli Sittler. Schalthebel nicht sequenziell, also schon sequenziell geschaltet, aber manuell mit der Hand. Durch das Ziehen der Handbremse in die engen Ecken hinein. 2 Kurven, wie sieht es noch?